Ja, warum eigentlich Sätze ohne nicht bilden? Ich gehe jetzt mal einfach als Voraussetzung von einem aus. Um das Bild zu schaffen, was ich hier verwende, um etwas zu beschreiben, ist es sehr dienlich, wenn ihr euch im Internet bitte mal den Film The Secret, das Geheimnis, anguckt. Weil wenn ihr den gesehen habt, dann wisst ihr, wovon ich rede. Ihr findet diesen Film auf der www.nu-era.de. In der Scrollleiste oben, ein bisschen nach rechts, und dann ist das, glaube ich, der dritte Link von rechts. Guckt euch den Film mal an. Und dann wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage, dass das Wort nicht im Prinzip ein Absurdum ist, was das Kosmos nicht kennt, das Universum nicht kennt. Es ist natürlich die große Kunst, seine Sprache so zu gestalten, über seine Sprache dann auch letztendlich seine Denkweise, dass man das Wort nicht oder kein, also Negierungen, einfach eben nicht mehr benutzt. Und hier haben wir genau den Fehler. Wir wollen genau das ja eben anders machen. Jetzt habe ich schon hingekriegt, das Wort nicht nicht zu benutzen. Ein anderes Wort für das Wort nicht zu verwenden. So simpel ist es eigentlich. Man kann das Wort nicht vermeiden, indem man sich bei dem, was man sagt, auf das konzentriert, was man eigentlich, also dass man das Gegenteil ausdrückt. Um darauf zu kommen, was das Gegenteil ist, das ist sehr sinnig, sich ein wenig Gedanken über den Sprachgebrauch und des Wörtchens nicht zu machen. Und ihr alle kennt wahrscheinlich die Situation, wo es quasi eine Unstimmigkeit gibt und einer sagt nicht oder nein und der andere sagt wohl. Nein, wohl, nein, wohl. Doch, und, nein, wohl. Ne? Das Wörtchen wohl gefällt mir da halt wirklich sehr gut, weil es eben sehr dienlich ist dabei. Das Wörtchen wohl beschreibt ja auch noch etwas anderes, Wohlergehen. Ja, zu meinem Wohl, dass etwas zu meinem Wohl passiert. Und das Ding ist halt, wenn ich mich eben dabei beim Sprechen darauf konzentriere, quasi von den Dingen zu sprechen, die mir eigentlich gut tun und nicht von den Dingen, die mir nicht gut tun, dann bin ich automatisch mit den guten, mir wohlgesonnenen Dingen, die mir gut tun, die mir wohltun, beschäftigt. Und dadurch, dass ich das dann auch durch die Sprache und die konzentrierte Lenkung meiner Gedanken eben darauf, fällt es mir dann wesentlich leichter, insgesamt meine Gedanken gesund zu formulieren. Also auch in meinem Kopf. Man muss sich das nur einmal angewöhnen, wenn man es gewohnt ist, gesund zu denken, dann macht der Kopf das ganz alleine weiter. Dann braucht man sich eigentlich darum überhaupt gar keine Sorgen mehr zu machen. Wenn man sich einmal ein gesundes Verhalten antrainiert hat, kann man sorglos weiterleben. Wenn ich mich also auf mein Wohl, also auf das, was ich gerne hätte, konzentriere, bei dem, wo ich geneigt bin, es so auszudrücken, dass ich das Wort nicht wieder benutze, quasi also das sage, was ich nicht will, dann bin ich in dem Moment automatisch schon mit dem Positiven beschäftigt. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte nicht, dass es regnet, wenn ich morgen meinen Ausflug machen möchte, wird es wahrscheinlich regnen. Wenn ich aber sage, ich möchte, dass die Sonne scheint, wenn ich morgen meinen Ausflug mache, dann habe ich das Wort nicht nicht benutzt. Und das Universum sieht die gleichen Bilder, sieht eben nicht die gleichen Bilder, sieht halt die Bilder, die ich haben möchte und nicht das,
was ich nicht haben möchte. Das Universum sieht immer das, was in meinem Kopf vorgeht, die Bilder, die in meinem Kopf sind. Aber es kapiert dann nicht wirklich, ob ich das will oder nicht will, weil es das Wörtchen nicht kennt. Unsere Gedanken formen unsere Zukunft. Das Universum tut da gar nichts. Das ist nicht irgendeine Instanz, die da sagt, nee, das muss aber so machen, das muss aber so machen. Unsere Gedanken sind das Universum. Das heißt, wir müssen unsere Gedanken so denken, dass wir damit schön parat kommen, dass wir nicht drunter leiden, dass es uns dabei gut geht, dass es uns dabei wohl geht. Es ist also von daher wichtig, sich ein bisschen darauf zu konzentrieren, einfach das Wort nicht aus seinem Sprachgebrauch zu streichen. Ich hätte jetzt auch sagen können, das Wort nicht zu benutzen. Ne? Das ist aber schon wieder, ne? Also immer, also es ist ein Unterschied, ob ich sage, geh bitte nicht auf dem Rasen, oder ob ich direkt sage, benutz bitte den Gehweg. Weil die Intention eine ganz andere. Das Bild, was ich in dem Moment meinem Gegenüber verschaffe, in seinem Kopf aufrufe, ist eben ein gegenteiliges. Es hat mit dem Rasen gar nichts mehr zu tun. Wenn ich ihn bitte, auf den Gehweg zu kommen, kommt der Rasen gar nicht in seinen Kopf. Indem ich ihn bitte, nicht über den Rasen zu gehen, gebe ich ihm die Idee, über den Rasen zu laufen. Hätte er vorher vielleicht gar nicht erst dran gedacht. Wenn ich ihn bitte, auf dem Gehweg zu bleiben, wird er das tun. So simpel ist das. Deswegen ist das auch so leicht nachzuvollziehen, wenn man es mal ein bisschen nachgeguckt hat und es überprüft hat, dass tatsächlich unsere Gedanken unsere Realität formen und die gesamte materielle Welt. All das, was wir hier auf diesem Planeten vorfinden, ist nur das, was wir alle uns zusammen geschaffen haben. Wir müssen einfach anfangen, gesünder zu denken, an das zu denken, was wir wollen, und uns nicht mit dem beschäftigen, was wir nicht wollen. Klar soweit?